warte. Optionen. Audio. Sprachchat aktivieren. Deaktivieren. Pick. Heute testen wir mit einem Partner. Winkt eurem Partner zu. Ach, cool. Die folgenden Tests verlangen von euch Teamarbeit. Für eine bessere Zusammenarbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Blue, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Ja, machen wir gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2 Koop-Modus mit dem TKW. Und dem David. Ja, genau. Und wir haben uns gedacht, naja, was könnten wir endlich mal wieder im Koop-Modus kooperativ zum Koop spielen? Und das wäre zum einen Portal und zum anderen wissen wir noch nicht, vielleicht kommt noch was. Ja, und wir haben, vorher mussten wir uns zuwenken und jetzt muss ich hier mir, ich bin Blue und er, der Aufnehmende ist Orange wahrscheinlich. Genau. Ich muss mir hier mit meinem Ping-Tool, mein Lieblingstier aussuchen. Was nehme ich? Stinktier oder Affe, passt gut zu dir. Das ist ein Stachelschwein, du voll. Das ist doch das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche. Ja, dann wähl bitte heute noch aus. Ich nehme den Cock. Okay. Auswahl deines Partners. Gut. Schau dir mal den Cock an. Orange, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Was weiß ich, was ist das Lieblingselement vom Periodensystem? Nimm Gold auch um. Wieso? Links unten weg. Nein, ich nehme Gar. Passt doch zu meinem Namen. Gar. Ja. Okay. Blue, beachte die interessante Wahl deines Partners. Ja. Oh. Okay. Huch. Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Aha, ist interessant. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pingt jeweils die Stelle an. Blue erhält zuerst ein Portalgerät. Was muss ich machen? Ach, da hin? Ja, genau. Ich laufe ja, hier immer hin und her. Ja, und dann musst du schauen, wo du noch ein Portal hinsetzen kannst, damit du zu deiner Portalkern kommen kannst. Aha, interessant. Portalgerät. Endlich. Endlich! Drück mal Tab. Gerät kann zwei eigenständige Portale. Oder sich deins. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Hä? Warum kann ich hier kein Portal hinsetzen? Weil da nicht genug Platz ist. Also ich bin oben. Ja, ich auch. Oh, cool. So. Kalibrierung Gewicht Blue. Denkst du, ich mach die jetzt auf? Nö. Okay, ausnahmsweise. Keine Abweichung erkannt. Diese Kraftfelder da, ja. Die löschen deine Portale. Okay, interessant, gut zu wissen. Also das heißt, wenn du bewegen. Da kannst du auch keine Portale durchschießen. Okay. Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen.
Ja, ich kann das nicht. Was muss ich machen? Ah, du musst hier hinschießen, ne? Ah. Sehr schön. Ja, das sind die ersten Steps. Okay. Drücke ich mal hier E. Hallo Q. Oh, ups. Okay. E. Muss man wahrscheinlich hier draufheben, gehe ich jedenfalls stark davon aus. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Ja. Ah, du musst, hey, komm her. Mari, ich muss den auffangen, wa? Gefangen, genau. Orange. Ja, los, werf rein. Hab die gewunken, aber du winkst natürlich wieder nicht zurück. Ach, ja, denkst du, das sehe ich? warte, wo ging das nochmal? Auf cool gedrückt halten und okay. Dann kannst du das auswählen. Oh, kann ich nicht durch? Kann ich doch. Nein, ach so, das habe ich vergessen zu sagen. Durch diese Kraftfeller kann man nichts mitnehmen. Okay. So, und die bringe ich jetzt. Du musst mir das, glaube ich, durchgeben. Ah, das machst du denn, ja. Ja. Jetzt muss ich hier rüber. Und jetzt gibst du mir das, genau. Sauber. Ja, ist ja gut. Ach, wenn du F gedrückt hältst, kannst du auch auswählen, was du für eine Geste zeigen willst. Also man kann zum Beispiel einen Countdown anzeigen oder... Mhm. Okay. Ja, ich glaube, du musst dich da draufstellen, glaube ich. Ja, glaub kann ich auch. Da ein Portal durchschießen. Und bleib stehen, ja. Dann kann ich hier ins Nacken schießen. Und dann gehe ich da durch. Hä, lol? Aber Moment, geh mal runter. Ach, hier ist auch ein Kraftfeld. Ja, okay, ja, das mache ich ja aus. Ja, ich hab hier nicht gewusst, dass hier so. Ist, wo ich hier durch. So, jetzt mach das nochmal. Ja, mach ich. So, jetzt gehe ich runter. Jetzt bin ich oben. Jetzt muss ich das hier aktivieren. Endlich. Endlich. Testen zu können. Ihr habt als erste Roboter die Kalibrierung geschafft. Yay. Huch. Hey. Schluss jetzt. Für die dieses Benehmen nicht nötig. Doch weiter mit den Tests. Fick dich. Okay. Da haben wir das erste auch schon geschafft, würde ich einfach mal behaupten. Ach ja. Super, es werden wir einfach so auseinandergebaut, ey. Super, ey. Ja. Ich hoffe mal, dass die Ladezeiten nicht zu lang sind. Hoffe ich auch mal. Bei mir ruckeln die Ladezeiten. Bei mir nicht. Okay, geht eigentlich. Bist du schon fertig? Nein, dachte ich aber. Weil es stehen geblieben ist. Okay, es ruckelt auch. Es könnte auch an der Verbindung vom Koop liegen. Vielleicht, ja. Tatsächlich. Gut. So, jetzt aber. Oh. Hallo. Das Forschungszentrum für menschliche Testsubjekte des Computer Intelligence Training and Enrichment Center. Aber nennen wir es doch einfach den Hub. Alle Team-Teststrecken beginnen im zentralen Hub. Von hier geht es dann zur neuen Teststrecke. Ach, ich glaube, du schiebst mich runter. Was? Wieso sollte ich dich runterschieben? So böse bin ich doch gar nicht. Oh, schau. Warte mal. Was? Da kann man sehen, kann man die Schritte zählen? Aha. Wie viele Schritte man gemacht hat? Wo? Da auf der Riesentafel vor deiner Nase da oben. Ach da! Wie ein Spiegel, nur dass ich dich sehen kann und du mich. Ja. Okay, und jetzt? Muss ich wahrscheinlich darüber. Begeben Sie sich in die Demontagekammer. Alles klar. Das wird das hier sein, oder? Ja.
Und wieder ladet. Das ist super. Ja, aber geht ja tatsächlich wirklich einigermaßen. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu was ganz Neues in diesem Spiel. Teamarbeit erst lernen. Dann gehen wir da rüber auf den Knopf. Jetzt muss ich... Nein, geh auf den hier. fick dich, Alter. Kannst du mir am Arsch lecken, Junge. Fick dich jetzt einfach mal, ja? Warum, wer springt eigentlich das hier? Was? Das hält die Tür, Brauch ich nicht, mach mal auf jetzt. Mach auf jetzt. Orange erhält 5 Kollaborationspunkte. Kollaborationspunkte? Aha. Wie geht das jetzt auf? Jetzt bin ich eingesperrt, super. Moment, warte. Wollen Sie nicht irgendwie seine Portale wieder löschen? Oder? Nein, geht nicht. Lass mich nochmal raus. Ich glaube, du musst irgendwo ein Portal hinschießen. Warte, hier kann ich ein Portal hinschießen. Mach mal hier auf. Na, ich glaube, warte mal, stell dich mal da drinnen nochmal hin. Okay, ja, und dann, warte, und dann schieß da ein Portal hin. Nicht da. Hey, wo da. Sonst? Durch den Raum durchgehen hier. Okay. Hier hin. So, und jetzt musst du dich nochmal hier hinten hinstellen. Auf den Schalter hier hinten. Ja, dann musst du mir erst nochmal aufmachen. Ach ja. Dann hätte ich dir eigentlich nicht mehr, du hättest einfach durchs Portal gehen können, aber egal. Ja, stimmt. Ah ja, okay, jetzt musst du dir aufmachen und dann kommst du durch das Portal durch. Und ich. Und jetzt? Sind wir beide hier eingesperrt? Nein, hier müssen zwei Leute da stehen. Ach so, interessant. Sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Teddy geht nur einer in die Geschichte ein. Okay, das bin ich übrigens. Ach ja. Ach ja. Was cool ist, es gibt halt den Workshop und da werden halt von vielen Fans auch Testkammern erstellt. Und man kann auch so Wettrennen machen. Es gibt dann, glaube ich, auch noch irgendwie so verschiedene Flüssigkeiten. Eine lässt sich schnell laufen, eine springen. Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. Orange erhält 5 Kollaborationen. Hey, warum schon wieder? Warum? Voll unfair. So, und jetzt musst du hier mir aufmachen, bitte. Und jetzt bin ich hier. Was muss ich jetzt machen? Hier müssen zwei hin. Jetzt muss ich hier ein paar Teile schicken. Oh, das war das Falsche. Genau. Nein, das war das nicht. War das? Aber du kommst doch nicht hier rüber. Nein. Geh doch mal hier raus. So, jetzt muss ich... Und setz das Rote ein bisschen weiter... Ich komm da nicht mehr raus. Okay. Das Rote ein bisschen weiter links. Wieso? Ich setze das Rote jetzt einfach darüber und dann gehst du gleich durch das Portal durch. Okay, ja. So kann man es natürlich auch machen. Ja, klar. Wäre viel zu kompliziert. Ja, voll kompliziert. Ups, falsche Richtung. Da das orange ist, geht ja. Drück den Knopf. Oh, da muss ich den Knopf drücken. Voll offensichtlich, ey. Und jetzt? Also hier gibt's Timer. Siehst du da oben? Die Timer, die zählen runter. Also ich glaube, ich gehe einfach mal da hoch. Ach, hier ist noch ein Knopf. Ja, das ist der letzte. Du hast gerade, glaube ich, den letzten gedrückt. Das hier ist der erste. Das okay. Ist der zweite. Der bei dir unten ist der dritte. Ja, drück du da unten mal hinten, da hinten. Ja, aber ich kann nicht bei drei gleichzeitig.
Ach so, ah, ich verstehe. Na, warte mal, ich kann ja auch einfach hier das Portal hinsetzen. Mhm. Setz dein gelbes einmal dahin. Ja, das macht Sinn. Jetzt geh ich mal her, das heißt hier. Na. Und. Ah! Ja, sehr schön. So, und jetzt? Wir haben einen Ball bekommen. Oh yeah, es legt ihn da rein. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Okay, schau. Wenn Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind, sind diese Tests potenziell tödlich. Angesichts des bisherigen Verlaufs wäre dies für einen von euch zur echten Herausforderung. Junge! Hör auf mich zu brutscheln! Hör mal auf mit dem Teil bitte jetzt. Ich gehe davon aus, dass wir den Strahl hier hinhauen müssen. Genau, aber ein bisschen weiter nach rechts. Bisschen weiter nach rechts, das Portal. Noch weiter. Passt. Ja, ich warte, ich kann ja noch. Ja, wo ist denn das jetzt? Ach, hier. Noch weiter, sag ich doch. Ja, jetzt ein bisschen schräg. Es gibt nur ein Problem, jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Ach, lol, warte. Ach, du musst hier auch hin. Du musst. Ach, da muss noch ein Strahl hin. Na, ich glaube, du musst dein orangenes da hersetzen. Oder ich kann einfach. Warte mal, ja, warte. Nein, hör doch auf, lass doch. Nein, du musst. Setz nein, ich muss meins hier hinsetzen und du musst deins dann hier und auf der anderen Seite noch sitzen. Aua! Hey, warum ist das jetzt ausgegangen? So. und jetzt? Ach, da oben ist aufgegangen. Hä? Oh, da hat kurz die Verbindung gesponnen. Okay. Also das muss auf jeden Fall hier hin, glaube ich. Oh Gott, Turrets. Oh nee. Bin ich böse? Du kleiner ach, da kann man gar keins hin tun. Wusste ich doch. Okay. Jetzt wunschelt er mich wahrscheinlich. Hör doch auf! Jetzt hör auf, Junge! Au! Oh, nein! Ah, never! Nein! Ah! Nee! Nein! Junge, hör auf! Nein, bitte nicht! Nein! Nein, was? Das geht da durch, Scheiße. Nein! Okay, so, hier aber nicht. Gut, wundervoll. Wo muss das überhaupt hin dann? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube da. Das kann gut sein. Was passiert, wenn man das hier jetzt macht? Ach, ich weiß was. Lass es. Du weißt was? Was? Ach, du kannst ihn rutschen, stimmt. Monster! Die gehören zu uns! Ja, ja, genau. So was nicht. Aber auch. Ein Challenge. Die Vernichtung ist Teil des Tests. Ach, oh, was du das denn? Wichtiger als ihr für mich. Ja, okay. Wir müssen auf jeden Fall da hoch. Das ist Tatsache. Hier muss der Strahl auf jeden Fall rauskommen, da oben. Der muss irgendwo reingehen. Warte, hier, genau, da muss der reingehen. Dann muss der noch okay. Irgendwie da drauf gehen. Also wir müssen es irgendwie zusammenbringen, dass das hier aktiviert wird. Genau. Von dem einen Laser und das da oben. Ach ja, ist ja ganz, ganz, ganz logisch. Und zwar setz dein Portal mal hier an diese Wand.
Welches, das lilane oder das blaue? Das blaue. Und jetzt setze ich mein Portal da hin. Jetzt muss ich hier nur noch mal rauskommen. Und da oben hin. Da hätten wir das auch. Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Ja, auf jeden Fall für dich. Für wen auch sonst? Ja! Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Okay. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Die machen immer nur Schere, was ist das? Ey, das ist voll langweilig. Okay, ja. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau, nächste Folge geht es dann genau hier weiter. Ja, wir würden uns freuen, wenn es wieder einschaltet. Genau. Ciao. Bis dann. Ciao.